könnt ihr mal loslaufen. Schön die Knie hochnehmen. Schon noch Muskelkater von dir. Schon noch Muskelkater, perfekt. Hält es noch ein bisschen. So, die Schultern mit nach hinten nehmen. Spann auf jeden Fall das Beste heute drauf, dass ihr schön Muskelkater habt für die nächsten 4 Wochen. Dann habt ihr da keine Probleme. So, und die Schulter nach vorne. Trotzdem in Bewegung bleiben, weiterlaufen. Senkt nochmal zurück. Wir werden ein bisschen größer. Der Rücken mal ein bisschen aufwacht, ne? Richtig lang machen nach hinten. Sehr schön. Achtung, wenn wir unten sind, gehen wir jetzt nur noch zu einer Seite auf. Okay? Wieder zusammen nach unten, zur anderen Seite. Okay? Lehnt euch immer da rein, wo der Arm ist. Genau. Zur Seite ziehen und zurück zur Mitte. Und? Sehr gut. Perfekt. Ganz langsam hin. Okay, wir gehen mit der linken Hand zum rechten Fuß und wechseln. Der andere Arm zieht nach oben weg. Beine sind ausgestreckt. Geht immer ein Stückchen tiefer runter. Kopf bleibt über Herzhöhe.
hin, sehr schön. Beine ausgestreckt lassen. Alles gut? Alleine aus. Soweit es geht. Okay, wir wechseln nach vorne, schräg. Beine sind immer noch ausgestreckt, gerade Rücken. Macht euch lang nach vorne. Immer wieder wechseln, nach vorne ziehen. Beine sind ausgestreckt. Ganz lang machen. Kopf ist Verlängerung zur Wirbelsäule. Sehr schön. Achtung, der Wechsel über oben. Geht einmal über oben zur Seite. Arme sind ausgestreckt. Ganz lang machen. Kurz halten. Und wechseln. Sehr gut. Jetzt müsst ihr aber alle nochmal eine Runde lächeln. Das ist mir zu ernst hier. Auch wenn ich mit Maske da bin. Ihr seht hoffentlich, dass ich trotzdem lächle. Ja, wir sehen es dann auch. Ja, genau, das sieht man bei mir total. Auf jeden Fall. Sehr schön. Okay, trink kurz was, dann gehen wir in den Hauptteil. Masken fürs Süden. Was mit dem Ball machen, weil da wir aufnehmen, macht es dann nicht so viel Sinn. Bringt das nicht, ne? Dann hättest du noch einen Kuchen bringen können, wenn ich mal das fallen lässt. Der bringt mich an zu eröffnen. Okay, alles klar. So, stell dich bitte einmal seitlich, dann seht ihr euch ein bisschen besser im Spiegel. Füße leicht nach außen, Beine hüftbreit aufstellen. Ist egal, wie rum. Ich dreh dich am besten um, dann siehst du mich besser, glaube ich. Ja. So, Po leicht zurück, gerader Rücken, Arme zur Seite auf, Brust raus. Ja, unsere Startposition. Brust raus. Ja, sehr gut. Wir fangen an und ziehen einen Arm im Wechsel nach oben. Gerader Rücken, Brust raus, Kopf ist Verlängerung zur Wirbelsäule. Immer so ein bisschen den Bauch anspannen und den unteren Rücken. Knie leicht angewinkelt. Leicht nach außen weg. Sehr gut. Immer schön atmen. Und zwischendurch. Okay. Jetzt machen wir das Ganze mit einem kleinen Wipp mit den Knien. Wenn ihr wechselt, ganz leicht in die Knie gehen, noch ein Stück länger nach oben ziehen. Genau. So ein bisschen, um reinzukommen. Sehr schön. Kleine Bewegung, Arme dafür lang ziehen. Das ist gar nicht komisch. Leicht zurück, immer noch gerade Rücken. Okay, gut, das klappt. Kurz ausschütteln. Wir kommen nochmal in die Ausgangsposition. Knie angewinkelt, gerade Rücken, Brust raus. Okay. Jetzt gehen wir mit beiden Armen nach vorne und wieder zurück. Brust raus, wenn ihr ankommt. Wenn ihr nach vorne zieht, Daumen zurück. Sehr schön. Einmal der Skispringer. Okay. Wenn wir das jetzt machen, gehen wir in die Kniebeuge. Also Po zurückschieben, gerade Rücken. Wenn die Arme nach vorne gehen, gehen wir ein bisschen tiefer. Po zurückschieben, gerade Rücken.
Jeder für sich im Tempo. Kopf ist Verlängerung zur Wirbelsäule. Sehr schön. Knie leicht nach außen schieben. Und zurück. Ja. Sehr schön. Aber die andere Richtung. Wenn du tief gehst, Arme hoch. Wenn du rankommst, Arme lang. Genau. Sehr gut. So, Achtung. Wenn wir jetzt tief gehen, nehmen wir ein Bein leicht mit nach hinten. Komm dann ran. Okay? Ein Bein nach hinten. Rankommen. Immer noch leicht in die Beuge gehen. Ja? Leicht in die Beuge. Brust raus. Gerade Rücken. Schön langsam. Gut. Das klappt aber, oder? Okay, kurz ausschütteln. Geht. Müssen wir sagen, wenn es zu viel, zu wenig, zu undeutlich. Ne? Okay. So. Bleibt einmal seitlich stehen. Wir gehen mit den Füßen hintereinander. Kommt erstmal so ein bisschen auf eine Linie. Guckt, dass der Fuß hinten nicht wegknickt, sondern gerade stehen bleibt. Okay? So, wenn das geht, nehmt die Arme, wie ihr wollt, seitlich hier. Hauptsache, ihr fällt nicht. Gehen wir noch ein bisschen größer zurück, sodass die Ferse abheben kann. Okay? Brust raus, lächeln. Okay, wenn es geht, kleine Bewegung nach unten. Nicht nach vorne, sondern nach unten. Okay. Wenn das nicht funktioniert, müsst ihr einen größeren Schritt machen. Oberkörper aufrecht lassen. Sehr gut. Fuß hinten gerade. Komm ein bisschen dran. Und stehst gerade ein bisschen so. Ja, so weit wie es geht. So, wer kann, nimmt einmal beim Runtergehen die Arme mit nach oben. Und wieder Brust raus, wenn ihr ankommt. Tief gehen. Und wieder hoch. Nach vorne oder nach unten. Ja. Sehr schön. Letzter. Und da könnt ihr nochmal auflösen. Alles gut? Wir müssen dir irgendwie Zeichen geben, sonst. Nee. Einmal die andere Seite. Kommt erstmal hintereinander. Arme nicht vergessen, die helfen euch. So, größerer Schritt zurück, sodass die Ferse abheben kann. Okay, und dann, wenn ihr euch sicher seid, einmal nach unten. Nicht ganz absetzen, so wie ich, sondern kurz vorher wieder hochgehen. Genau. Sehr schön. Versucht hinten zu beugen. Genau. Füße hintereinander. Ja. Ja. Wer kann, nimmt die Arme mit nach oben. Arme mit nach oben nehmen, wenn ihr tief geht. Ja, also einmal tief gehen, Brust raus, wenn ihr ankommt. Tief gehen. Sehr schön. Daumen zeigen immer noch nach hinten, wenn ihr oben seid. Schwitzt ihr ein bisschen? Ja, gar nicht. Nee? Gut. Dorothee hat gesagt, nee. Also, Fenster auf, ne? Fenster auf, noch ein bisschen rennen. Und der letzte? Noch. Gut. Alles klar? Alles klar. So, bleibt wieder seitlich. Wieder mit beiden Füßen, hüftbreit, Fußspitzen leicht nach außen, Arme zur Seite auf, Brust raus, leicht in die Beuge. So, jetzt gehen wir nur mit dem Oberkörper, die Beine machen nichts.
nur mit dem Oberkörper ein bisschen tiefer und wieder zurück hoch. Ja? So, als würdet ihr gleich nach vorne fallen. Ihr seid aber trotzdem auf dem ganzen Fuß. Okay? Also immer hier drei Punkte beachten. Ferse, Außenseite, Innenseite. Du müsstest in den Boden krallen, ne? Und nur mit dem Oberkörper vor und zurück. Good morning. Ist das? Ne? Einmal. Du musst dann zwischendurch Om sagen. Om. So, wenn wir nach unten gehen, holen wir im Wechsel einen Arm mit. Ja? Im Wechsel beim Runtergehen einen Arm mitnehmen. Beine machen immer noch nichts, nur der Oberkörper. Los. Versuch die Beine nicht mitzunehmen, sondern nur den Oberkörper. So einmal nach vorne nehmen, genau, und wieder zurück. Genau. Lass die Beine leicht angewinkelt. Ja. So, Achtung. Mach ruhig weiter. Mach es immer öfter. Wenn der rechte Arm vorne ist, diagonal dazu, dass die Ferse heben. Ne? Oh oh, diagonal, oh oh. Einmal diagonal die Ferse zum Arm. Anja, alles klar? Gut. Immer noch gerader Rücken, immer noch Brust drauf. Genau, mach so, als es geht. Super. Sehr schön. Komm immer noch mal an. Also wenn du tief gehst und dann noch mal zurück zur Mitte. Genau. Mach das schön langsam in Zeitlupe. Da merkt man es mehr. So, letztes Mal rechts, letztes Mal links und auflösen. Alles gut? Wollt ihr nochmal was trinken? Kurz. So, aber jetzt mal ehrlich, ist euch warm oder geht's? Entspannt. Nö, alles gut. Weil wenn mir langsam warm wird, dann denke ich, es ist okay. So. Okay? Wir gehen nochmal in die Übung von vorhin. Oder in die Bewegung. Stell dich am besten jetzt wieder zu mir. So. Wir lassen uns nochmal rund nach unten. Und öffnen wieder nach hinten. Guck, dass ihr die Hüfte nicht mitnimmt, sondern die Arme nach hinten aufzieht. Ja? Runder Rücken. Brust raus. Genau, Arme ausstrecken, Daumen zeigen zurück. Richtig lang machen. Wirbel für Wirbel abrollen. Und ganz groß machen. Bisschen atmen zwischendurch, bitte. Sehr gut. Angewinkelt lassen. Sehr gut. Und einmal die Seite wechseln. Wir greifen um. Arme runterdrücken, lang machen, Beine angewinkelt. Den hoch. Thank you.
Verwirbel hochdrücken, durchatmen. Gerade Rücken. Gut. Schieb die Knie leicht nach außen. Sehr gut. Nicht ganz ausstrecken, sondern so leicht in der Beuge bleiben. Genau. So. Wenn ihr jetzt tief geht, legt ihr die Ferse einmal hoch, absetzen, hoch, dann wieder tief, andere Seite, absetzen, hoch, okay? Also immer im Wechsel, hochkommen, immer noch Brust raus, ja, die Ferse unten heben. Nee. Aber achtet immer noch drauf, gerade Rücken nicht zu sehr nach vorne legen. Ja. Immer noch eine Kniebeuge machen. Genau. Sehr gut. Wenn ihr unten seid, hebt ihr diagonal den Arm. Ich mache es jetzt extra mal nicht. Was ist diagonal? Einmal links, einmal rechts. Einmal links, einmal rechts. Jo. Also wenn die rechte Ferse oben ist, linker Arm. Ne? Also einmal entgegengesetzt. Ja? Das ist so ein bisschen zum Mitdenken, ne? Laut lachen. Kopf ist Verlängerung zur Wirbelsäule. Ja, ja. Sehr Gehirntraining. So, letztes Mal rechts, letztes Mal links. Gut. Okay, bleib seitlich stehen. Wir gehen wieder mit einem Bein zurück, sodass die Ferse abheben kann. So, Arme zur Seite. Brust raus, stabil stehen. Lächeln, atmen. So, wir setzen die Ferse hinten ab und gehen einmal wieder ran. Hier vorne das Bein bewegt sich nicht, es ist nur hinten. Ich gehe in die Streckung, ne, so ein bisschen anlehnen und ranziehen. Ist wackelig, aber probiert's mal. Nur hinten beugen. Ausstrecken, beugen. Sehr gut. Vorne das Bein bewegt sich nicht. So, wenn ihr stabil seid, wenn ihr merkt, es geht, wenn ihr nach vorne geht mit dem Knie, treffen sich die Arme vorne. Wenn ihr absetzt, Brust raus. Schwimmen, ja? Also einmal abtauchen und öffnen. Das vorne bewegt sich immer noch nicht. Nur das hinten. Abtauchen, öffnen. Ja, ist ein bisschen wackelig. Immer noch Brust raus. Sehr schön. Super. Geht, geht. Wird besser. Letztes Mal zusammengehen. Letztes Mal öffnen. Super. Kurz ausschütteln. Was machen die Beine? Alles okay? Gut. Wir haben ja zwei, also machen wir noch die
andere Seite, ne? So. Okay? Kommt erstmal an, stabil stehen. Könnt ihr dann jetzt zu Hause, ne, beim Zähneputzen einfach Bein anheben, ein bisschen probieren. So, kommt an. Arme seitlich am besten. Wir gehen in die Beuge und ausstrecken. Schön langsam. Vorne bewegt sich nicht. Sehr schön. Nur hinten beugen. Gut. So, jetzt könnt ihr beim Beugen die Arme mitnehmen. Beim Öffnen nicht fallen. Brust öffnen. Ran. Und weg. Sehr gut. Christina, alles gut? Ja. Ist okay. Sehr schön. Jetzt noch rücken. Sind Sie schlimmer geworden oder so? Bitte einmal rückengerecht hier runtergehen. Ja, kommt langsam runter. Wenn euch die Knie wehtun, einmal die Matte umschlagen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Okay, alle unten. Wir gehen den Vierfüßlerstand. Arme aufstellen. Guckt, dass der Po nicht zu weit hinten ist, sodass ihr so ein bisschen Spannung im Bauch halten müsst. Ja. Stellt ruhig die Füße hier hinten auf. So, jetzt nehmen wir den linken Arm nach vorne. Erstmal nur das. Guckt, dass ihr die Spannung im Bauch halten könnt. Immer wieder absetzen, lang machen nach vorne. Nicht zu viel Gewicht in das Handgelenk reingeben. Klaus, kannst du an der Wand? Hier richtig reinlegen und dann immer wieder im Wechsel die Arme wegmachen. Ja, also lehne dich da so rein, dass du da schon merkst, okay, ich muss mich halten. So, wenn ihr den linken Arm hebt, hebt ihr bitte das rechte Bein mit nach hinten weg. Also schön diagonal. Zurück zur Mitte und wieder lang machen. Guckt, dass die Hüfte nicht wegkippt. Schön gerade lassen, Brust raus, gerade Rücken. Sehr gut, Klaus. Genau, nimm das Bein mit. Gut. Wer kann, trifft mit dem Ellbogen in der Mitte und macht sich dann lang. Ne, also nur, wenn es geht. Lang machen, in der Mitte treffen, runder Rücken, wieder lang machen. Wenn das nicht geht, in der Mitte treffen, dann einfach wie gehabt. Ja, das ist nur die Steigerung dazu. Bauch anspannen, Hüfte nicht wegkippen lassen, immer schön gerade lassen. Kopf ist Verlängerung zur Wirbelsäule. Auch wenn ihr nach unten guckt, bitte lächeln. Sehr schön. Okay, kommt kurz hoch, Handgelenke ausschütteln. Versucht da wirklich nicht zu viel Druck reinzugeben, eher so ein bisschen Körpermitte anspannen. Ja? Wir wechseln die Seite. Rechter Arm nach vorne. Erstmal nur der Arm. Ganz ausstrecken, zurück zur Matte. Ausstrecken, zurück zur Matte. Klaus, fang erstmal an. Mit dem Ablehnen.
dass du da dich erstmal in die Wand lehnst. Dann kannst du nur die Arme anheben. Und dann später machen wir das noch anders. Genau. Wer kann, nimmt jetzt diagonal das Bein mit nach hinten. Also rechter Arm, linkes Bein. Hüfte gerade lassen. Erstmal wieder absetzen und lang machen. Also ausstrecken, in der Mitte treffen, runder Rücken, wieder lang machen. Runder Rücken, lang machen. Gleich geschafft? Wir rotieren noch ein paar. Noch ein paar. Und der letzte. Sehr gut. Setzt euch einmal ab auf den Po. Sehr gut. Hände. Vor die Knie, das ist die Lieblingsübung. Klaus, das kannst du genauso an der Wand machen. Ja? Stellst dich einfach so an die Wand. Genau, Arme ausstrecken. Und jetzt könnt ihr euch auf den Po absetzen. Versucht trotzdem die Brust rauszunehmen. Relativ gerade Rücken. Tut weh, ne? Ganz hoch. Füße in den Boden drücken. Ja. Hüfte nach vorne schieben. Kinn zur Brust. Und so weit wie es geht. Einmal genau. Nach hinten gehen. Kinn zur Brust. Genau. Hüfte nach vorne. Füße in den Boden. Das ist eine ganz gute Übung, wenn man viel zu Hause sitzt. Und Rückenschmerzen hat. Ne? Steigerung dazu wären hier die Arme mitzunehmen. Wer möchte, Daumen einmal nach hinten zeigen lassen. Immer noch die Hüfte nach vorne schieben. Füße in den Boden. Weiter atmen. Vorne, setzt euch auf die Füße ab. Durchatmen. Kommt langsam nochmal hoch. So, einmal die andere Seite. Handgelenke zusammen. Versucht abzusetzen auf der Seite. Gummihände, ja. Und wenn es geht, dann noch so ein bisschen nach hinten. Aber probiert einfach, ne? Natürlich, das da ist schon. Aua. Klaus, das kann schon an der Wand arbeiten. Probier's. Ja, wenn es nicht geht, dann einfach einseitig, ne?
ein bisschen immer wieder antesten und dann ist besser, ne? So. Ich schätze die nächsten vier Wochen. Genau, und jetzt habt ihr Zeit, sowas kann man gut zu Hause machen. Und die Keilränder machen wir so. Von Geburt an aber. Einmal ausschütteln. Von Geburt an tanzen, ja. Ja, ja. Die werden von Geburt an schon verbogen. Ja, kommt hoch. Letztes Mal. Das hat die Aline immer gemacht. Ja. Hüfte nach vorne schieben. Kinn zur Brust. Soweit es geht. Wer kann? Arme mit nach oben nehmen, im V. Daumen zurück zeigen lassen. Genau, hier einmal nach hinten öffnen. Klaus, Beine ausgestreckt lassen. Mach nur das. Wenn das auf dem Boden nicht geht, Hüfte nach vorne schieben. Ne? Aber nicht hier einknicken. Ausstrecken. Ja, perfekt. Letztes Mal nach vorne. Letztes Mal nach vorne lang machen. Okay, kommt langsam hoch. Wir drehen uns auf den Rücken. Ich komme gleich zu dir. Wir drehen uns auf den Rücken. Beine sind angewinkelt. Arme zur Seite weg. So. Kopf nach links. Bein, das rechte Bein leicht anheben. Wir gehen langsam auf die Seite, aber jetzt müssen wir den Kopf umdrehen, sorry. Nach rechts. Also Kopf nach rechts, Beine langsam nach links. Zieht euch in die Diagonale. Sag Klaus, du kannst. So, wir kommen langsam zurück zur Mitte. Wechseln die Seite, Kopf nach links, linkes Bein anheben und nach rechts geschlossen fallen lassen. Schön langsam. Komm zurück zur Mitte. Wir greifen uns das rechte Bein. Links ausstrecken. Leicht ranziehen. Die Hüfte bleibt gerade. Wir wechseln die Seite. Einmal links ranziehen, Hüfte gerade lassen, rechts ausstrecken. Wir greifen uns beide Beine. Ganz entspannt, sodass der Kopf abfliegen kann. Und wippen ganz leicht von links nach rechts über die Wirbelsäule. Okay, streckt einmal die Beine weg, Hände auf den Bauch. Wir atmen mal nur durch den Bauch ein und aus. Hebt die Bauchdecke immer wieder an.
Und wieder ab. Wir kommen langsam über die Seite nach oben. Erstmal ankommen.